Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diese wunderschöne und leckere Zahlentorte gebacken und dekoriert habe. Auf meinem Kanal gibt es schon ähnliches Video. In heutigem Video backe ich aber Schoko-Honigkuchen und mache dazu noch eine Nuss-Nougat-Creme. Als erstes bereite ich den Teig zu. Dafür vermische ich in einer Rührschüssel Butter, Honig, Eier und Zucker. Diese Schüssel stelle ich auf Wasserbad, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Danach gebe ich in die Mischung den Natron und rühre gut um. Wenn die Masse schäumt, kann man diese vom Wasserbad nehmen und nach das Mehl und den Kakaopulver dazugeben. Es kann sein, dass ihr nicht das ganze Mehl benötigt. Der Teig soll weich und elastisch sein. Diesen wickle ich in die Frischhaltefolie und stelle ihn in den Kühlschrank für mindestens eine Stunde. Danach nehme ich den heraus und rolle gleich auf dem Backpapier aus. Als nächstes schneide ich die Zahlen aus, die ich später mit der Gabel einsteche. Dann backe ich meine Böden in dem vorgeheizten auf 180 Grad Backofen ca. 7 bis 8 Minuten. Aus dieser Teigmenge habe ich 8 Böden und ein paar leckere Kekse bekommen. Jetzt bereite ich die Creme zu. Sahne erhitze ich und gebe die über die Nuss-Nougat-Masse. Lasse ein paar Minuten stehen und rühre um. Diese Masse stelle ich in den Kühlschrank für ein paar Stunden. Wenn die Sahne schön kalt ist, schlage ich die auf. Mascarpone schlage ich auf oder besser gesagt rühre kurz um, gebe die Sahne dazu und schlage auf. Die Creme ist fertig. Diese gebe ich in den Spritzbeutel mit einer runden Lochdüle. Damit die Torte schön fruchtig ist, gebe ich zwischen den Schichten noch ein bisschen Orangegurt.
Die Torte dekoriere ich mit verschiedenen Beeren, Obst und Süßigkeiten. Und so sieht die fertige Torte aus. Ich wünsche euch allen guten Appetit und bis zum nächsten Video.